weil die Anforderungen in Deutschland immer höher waren mit Kernform. Und wir wollen natürlich hochqualifizierte Splitte herstellen und da brauchen wir gute Brecher. Mit dem MX4 ist soweit alles perfekt gelaufen. Die MX-Brecher natürlich eine Weiterentwicklung durchlaufen haben mit hohem Hub, guter Drehzahl, hohe Kubizität. Und das wird natürlich hier in Deutschland verlangt im Moment.